Also Einführung in die Sprachwissenschaft, Wortbildung. Und nun gibt es verschiedene Verfahren der Wortbildung. Und Wortbildung, da geht es darum, neue Wörter zu bilden. Mit Hilfe von Morphemen natürlich. Natürlich kann man sagen, dass man aus alten Wörtern neue bildet, aber nicht nur aus alten neue, sondern man bildet halt Wörter mit Hilfe von Morphemen. Und das geschieht auf verschiedene Weise. Also einmal, indem ich Wörter tatsächlich zusammensetze, die ich schon habe. Dann spricht man von Komposition, ne, weil Wörter komponiert, also zusammengesetzt werden. Oder aber wir haben Wörter und leiten andere Wörter daraus ab. Und da spricht man dann von Derivation. Das heißt, der häufigste Fall ist der, dass wir irgendwas an ein Wort anhängen und dann ein neues Wort haben. Die sogenannte Affix-Derivation. Affix ist das, was man dranhängt. Und da gibt es halt die Möglichkeit, dass wir hinten was dranhängen, Suffixe. Oder vorne was davor setzen, das sind dann Präfixe. Und manchmal kann man auch was innen reinsetzen. Das kommt aber ganz selten vor. Also wenige Sprachen haben das, wo was im Wort verändert wird. Das Infix eben, dass man dann ein neues Wort erhält. Es gibt allerdings noch ein paar. Ja? Genau, also das gehört auch darunter, ne? Dass man was wegnehmen muss manchmal und dann ein neues Wort hat. Also ich wollte nämlich gerade sagen, es ist nicht alles, was wir an Derivationsmöglichkeiten haben. Wir haben tatsächlich in manchen Sprachen die Möglichkeit, dass man irgendwas weglässt und dann ein neues Wort hat. Das nennt man dann Rückbildung. Das ist aber ein ganz seltenes Phänomen. Da ändern sich ja manchmal auch noch andere Sachen. Also man kann sagen, dass im Französischen zum Beispiel aus acheter das Wort achat entstanden ist, dadurch, dass man was weggelassen hat am Ende, nämlich die Verbänder. Und das gibt's bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch in Einzelfällen im Deutschen. Aber das sind eher seltene Fälle. Also meistens wird was angehängt. Aber der Einfachheit halber fassen wir darunter auch das, wenn was weggelassen wird. Und dann gibt es natürlich noch den Sonderfall, der steht hier auch drauf, das ist die Konversion, wenn gar nichts verändert wird. Das ist ganz typisch für Deutsche, da gibt es das nämlich massenhaft. Ich kann nämlich aus Verben Substantive machen. Also wenn ich so ein Infinitiv nehme, zum Beispiel arbeiten, dann kann ich sagen, das Arbeiten. Und dann mache ich ein Substantiv. Wobei man vielleicht sogar der Meinung sein könnte, dass bereits der Infinitiv so eine Art Substantiv ist. Also gar keine Veränderung stattgefunden. Ein bisschen anders ist beim Adjektiv. Praktisch jedes Adjektiv kann man substantivieren. Also ich kann aus dem Adjektiv zum Beispiel nehmen wir schlau. Ja, kann ich machen, der Schlaue. Der Schlaue. Jetzt werden Sie sagen, es ist verändert. Naja gut, dann ist es verändert. Weil wenn ich das Adjektiv attributiv benutze, zum Beispiel der schlaue Junge, muss ich auch Schlaue. Diese Schlaue kann ich dann substantivieren. In anderen Sprachen geht das ein bisschen leichter, da ist wirklich überhaupt keine Veränderung bei Adjektiv zu Substantiv vorhanden. Im Deutschen wird das Adjektiv halt noch dekliniert. Dann. Aber das jedenfalls nennt man Nullbildung. Nullbildung, weil sich nichts verändert. Oder Konversion.
Und dann haben wir eben die gerade genannte Rückbildung, dass halt was verkürzt wird, rückgebildet wird. Deshalb ist sie nicht aufgelistet, weil das so ein spezieller Sonderfall ist, den man meistens mitbehandelt, wenn man über Affixderivation spricht. Wenn man dann sagt, da ist irgendwas weggelassen worden, da war auch was angefügt. Nur dann eben negativ wird das dann weggelassen. Es gibt noch einen Fall, der manchmal unter Infixderivation fällt, der aber nicht wirklich Infixderivation ist. Es gibt so Sprachen wie Arabisch oder Hebräisch, wo die Wörter dadurch verändert werden, dass sich das Vokalmuster im Wort verändert und die Konsonanten gleich bleiben. Und dann kann man auch Ableitungen bilden. Und das zählt dann auch so ein bisschen zur Infix-Derivation. Das sind aber auch sehr seltene Fälle. Also die meisten Sprachen zeigen Wortbildung mit Suffixen und Präfixen. Also das ist so der Normalfall. Jetzt kann man sagen, das ist ja ganz einfach. Ich nehme ein Wort und hänge da irgendwie Suffixe dran, übersetze da Präfixe davor und bekomme immer neue Wörter. Jetzt ist es aber so, dass manchmal ein Präfix verwendet wird, was nur vor bestimmte Ableitungsstufen gesetzt werden kann, die man nicht sieht. Das ist ein sehr spezieller Fall, aber einer, der vorkommt und der oft verwirrend ist. Muss man vielleicht an einem Beispiel klar machen. Nehmen Sie sowas wie französisch Remerciement, das heißt danken, und das leitet sich ja irgendwie von merci, danke ab, aber da ist eine R als erste Silbe, nur dieses R kann man eigentlich nur vor Verben setzen. Das Präfix R im Französischen kann eigentlich nur vor Verben stehen. Das heißt, es muss irgendwo dazwischen nochmal ein Verb aufgetaucht sein, was dann das R bekommt. Und dieses Verb wäre dann Mercier, Mercier, danken, gibt es gar nicht. Es gibt nur Remercier für danken und nicht Mercier. Aber das R kann nur vor Mercier stehen. Also irgendwann sprachgeschichtlich hat es vielleicht mal so eine Form gegeben und dann ist das R davor gesetzt worden, aber heute, wenn ich aus Dank, Merci, Danken ableiten will, Remercier und dann daraus das Substantiv Remerciement, dann ist da dieses R. Und dieses R ist eigentlich ein Verbalpräfix. Und so ein Phänomen nennt man Parasynthese. Parasynthese, da sind offenbar zwei Schritte gleichzeitig passiert. Wir haben Merci und machen daraus ein Verb und setzen gleichzeitig das R davor. Also sozusagen einen Schritt übersprungen. Das hat oft sprachhistorische Gründe. Da hat es irgendwann mal noch eine Zwischenstufe gegeben, die dann später verschwunden ist. Aber das ist halt nochmal ein ganz spezieller Fall. Die sogenannte Parasynthese oder parasynthetische Derivation. Das ist also eine Derivation, bei der irgendwie eine Stufe übersprungen wurde. So, wir werden vielleicht gleich noch ein Beispiel dazu sehen. Das kommt manchmal vor. Jetzt habe ich erstmal hier ein paar Beispiele, was alles so möglich ist an Ableitungen. Das ist wieder aus dem Einführungsbuch für die spanische Sprachwissenschaft, das ich hier schon öfter verwendet habe. Also wir haben Nominalisierung. Nominalisierungen liegen vor, wenn wir aus einem Nomen ein anderes Nomen ableiten. Das ist ein bisschen trivial, weil sich die Wortart nicht verändert und trotzdem sagt man Nominalisierung.
Nomen auf Nomen. Und dann nimmt man ein Nomen und macht ein neues Nomen. Deshalb spricht man auch von einem denominalen Nomen. Hier ist ein Beispiel aus Arte, die Kunst, Artista, im Spanischen und Italienischen. Französisch wäre Art, Artist. Oder Deutsch aus Kunst, Künstler. Genau das Gleiche. Nach einem Nomen, Kunst, wird ein anderes Nomen gemacht, Künstler. Mit einem Ableitungssuffix. Wird leer angehängt und dann ist es noch unregelmäßig, das heißt, aus Kunst muss noch Kunst. Ja. Also ein denominales Nomen. Im Deutschen könnte man das vielleicht auch parasynthetisch interpretieren, dass es irgendwie vielleicht ein Verb noch dazwischen gab, künsteln oder so, weil das L noch vielleicht erklärt werden muss. Und daraus ist dann Künstler entstanden. Das muss man halt sprachhistorisch dann eventuell aufarbeiten, wenn man genau wissen will, was da passiert ist. Dann haben wir ein Adjektiv, was zum Nomen wird. Also eine deadjektivische Nominalableitung oder Nominalisierung. Oder ein deadjektivisches Nomen. Neadjektivisches Nomen. Sehen wir hier aus Classico, Classicismo. Classico. Fehlt ein Akzent. Classico, Classicismo. Neadjektivisches Nomen. Also aus einem Adjektiv wird ein Nomen abgeleitet. Naja, und dann kann man natürlich aus Verben nominal ableiten, das ist sogar sehr, sehr häufig. Da haben wir hier jugar, spielen und jugador, der Spieler. Also der hat verbales Nomen von einem Verb zum Nomen. In diesem Fall wird ein Täter bezeichnet. Das nennt man dann auch Nomen agentis, also der Täter zu einem Verb. Ja, dann haben wir die Adjektivierung. Adjektiv aus einem Nomen, oh, hier espuma, espumoso, denominales Adjektiv eben, oder eine denominale Adjektivierung oder Adjektivableitung. Aus einem Adjektiv kann man natürlich auch ein Adjektiv ableiten. Auf diese Art von Bildung kommen wir nachher noch. Aus pequeño kann ich durch Diminutiv pequeñito ableiten. Also deadjektivisches Adjektiv. Ausgangspunkt ist ein Adjektiv. Das Endprodukt ist wieder ein Adjektiv. Diminutive aus Adjektiven, das ist die Spezialität der romanischen Sprachen, insbesondere des Spanischen. Das geht auf Deutsch nicht so gut. Ja, dann haben wir noch Verben zum Adjektiv. Also wir haben dann ein deverbales Adjektiv. Oh, hier amare, amable. Und diese able, Suffixe gibt es ja auch in anderen romanischen Sprachen. Ein ganz typisches Ableitungsschema, was allerdings erst spät in den romanischen Sprachen entstanden ist. Also es gibt romanische Sprachen, die das nicht so ausgeprägt haben. Das Französische hat das sehr stark durchgeführt und dann hat sich aus dem Französischen diese Bildeweise die anderen romanischen Sprachen übertragen. Das entspricht dem Deutschen bar. Bar, wo das bei lieben gerade nicht geht. Liebbar, sagt man nicht. Lieblich. Ja, Verbalisierung haben wir dann noch. Aus einem Nomen wird ein Verb, denominales Verb eben. Gloria, glorificar haben wir hier. Aus einem Adjektiv kann man ein Verb ableiten, simple, simplificar. Und Sie sehen, das ist ein ganz im Spanischen so ein ganz typisches Schema mit diesem ficar eben. Ja, dann haben wir deverbale Verben. Also ein Verb wird wieder zu einem Verb. Hat
da Bretokrane. Ja. Gibt es auch häufig in romanischen Sprachen, dass man aus Verben andere Verben macht. Warum? Insbesondere, wenn die so eine besondere Art der, des Handelns ausdrücken. Ja, dann haben wir deadjektivische Adverbien. Ja, klar, aus dem Adjektiv ein Adverb abzuleiten, das ist ziemlich häufig. Kommt in den romanischen Sprachen überall vor, kommt im Englischen vor. Das Englische hat das offensichtlich aus den romanischen Sprachen übernommen. Im Deutschen haben wir das nicht. Ne? Da sind Adjektive und Adverbien, also da kann jedes Adverb ein Adjektiv, kann jedes Adjektiv ein Adverb sein, durch Nullbildung oder Konversion. Man könnte natürlich dann argumentieren im Deutschen, dass es überhaupt keine Adverbien gibt, was aber auch nicht stimmt, weil wir natürlich andere Adverbien haben, die nicht abgeleitet sind. Also sie bilden irgendwie eine besondere Klasse. Also was wie gestern oder heute sind ganz klar Temporaladverbien und sind keine Adjektive. Wenn wir da ein Adjektiv brauchen, müssen wir die wieder ableiten. Dann können wir sagen, heutige, haben wir dann Adjektive, die aus Adverbien abgeleitet sind. Das gibt es hier nicht, aber das gibt es halt im Deutschen, heutige, gestrige, jetzige, diese ganzen Temporaladverbien und auch Lokaladverbien, und da können wir Adjektive daraus ableiten. Dortige, hiesige und solche Sachen. Da gibt es einen speziellen Ableitungstyp, den es in romanischen Sprachen eben so nicht gibt. Aber das zeigt natürlich auch, dass es eine Kategorie Adverbien gibt im Deutschen. Nur die Modaladverbien, die wir so in anderen Sprachen ableiten aus Adjektiven, oh, Englisch, easy, easily oder so, und im Deutschen leicht, leicht. Die Arbeit ist leicht, ich arbeite nur leicht. Beides leicht. Also kann man sagen, es ist offensichtlich da eine Konversion, eine Nullableitung. Ja, und dann haben wir noch Adverbien aus Adverbien, also deadverbiale Adverbien. Das gibt's auch. Das ist wieder diese Geschichte mit dem Diminutiv. Cerca, cerquita, die Spezialität des Spanischen. Ein bisschen gibt es auch im Italienischen, aber sonst ist das eher ungewöhnlich. Ja, damit sind wir natürlich bei einer ganz besonderen Art der Ableitung, über die ich hier auch etwas ausführlicher sprechen will. Also Fixableitung. Oh, wir haben es hier schon gesehen. Pequeñito oder Cerquita. Ja, da gibt es dann so eine Endung. It plus dann die eigentliche Endung. Wo das nicht so einfach ist, wie das aussieht. Denn oh, hier Cerca. Oh, das ist eigentlich keine Endung, das A. Das ist ja Cerquita. Als wäre es eine Endung. Also diese Bildungen sind offensichtlich sehr interessant. Es handelt sich hier um Diminutive. Oder allgemeiner gesprochen um sogenannte Evaluationsaffixe. Evaluationsaffixe, in diesem Fall Suffixe. Dazu rechnet man solche Dinge wie Diminutiv, kennen Sie alle, gibt es im Deutschen auch. Ne? Sowas wie Fluss, Flüsschen oder so, Tisch, Tischchen. Ne? Hat vielleicht irgendwas mit Verkleinerung zu tun. Ne? Verkleinerung. Und dann gibt es aber in anderen Sprachen dann noch andere Evaluationsaffixe. Im Deutschen gibt es das nicht, Augmentativ gibt es nicht, wenn man das vergrößern will. Gleich kommen die Beispiele dazu. Pejorativ, wenn man ausdrücken will, dass was schlecht ist. Schlecht irgendwie. Oft verbunden mit Vergrößerung, muss man noch sehen. Und dann gibt es noch den sogenannten Hypokorismus. Hypokorismus. Das gibt es sogar im Deutschen. Das ist zwar das Exotischste davon, wenn man sich Grammatiken anschaut oder Darstellung von Wortbildern, dann wird der Hypokorismus am seltensten behandelt, obwohl das durchaus verbreitet ist. Ich glaube sogar, dass der Hypokorismus
eine der häufigsten Formen von Evaluationsaffixen ist. Im Deutschen wird das gemacht, indem man ein I anhängt, meistens nach Verkürzung des Wortes. Gerne bei Eigennamen. Ne? Was wie Toni, Froni oder so. Ne? Also dieses I gilt als hypokoristisches Suffix, also auch als Evaluationsaffix. Und Sie sehen, die Funktion ist, das irgendwie zu verzerrteln. Ne? Das ist auch in dem griechischen Wort, steckt das drin. Das heißt nämlich, Hypokorismus heißt sowas wie Verzerrtelung. Wie gesagt, ist sehr verbreitet. In vielen Sprachen geht das parallel mit Wortkürzungen. Das, was halt hier verzerrtelt wird, muss halt verkürzt werden. Bei Eigennamen, wir hatten da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Bei der Apokope, ne, man muss weglässt hinten. Und dann kann man auch noch mal was anfügen. Hypokorismus. Das kann auch dadurch passieren, dass man rein phonologisch was ändert. Es gibt halt Sprachen, dazu gehören die slawischen Sprachen, insbesondere das Russische. Die bauen gerne dann so palatale Elemente ein, wenn man irgendwie verzerrteln will. Das Baskische macht das auch. Da wird halt irgendwie ein Laut palatalisiert. Und dann ist es irgendwie schöner. Also das Hündchen ist dann Chakur, während der große Hund Saku. Wir sehen Tsch. Oder man macht das sogar dann, wenn es wirklich ein ganz kleines, nettes Hündchen ist, dann kann man sogar sowas sagen, Chakur, also irgendwie ganz klein den Mund machen, Chakur. Also noch mehr palatalisieren, die Zunge ganz unter den Gaumen schieben. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Geht auch bei Eigennamen. Ne? Anton statt Anton oder Martin statt Martin. Also, ja, also da gibt es halt diese Möglichkeiten, durch Palatalisierung so eine Verzerrlichung auszudrücken. Wie gesagt, in slawischen Sprachen geht das auch, aber oft gibt es dafür Endungen. Das Spanische ist nun besonders eindrucksvoll, weil das diejenige romanische Sprache ist, zusammen vielleicht mit dem Katalanischen, also Katalanischen und Spanischen, die neoromanischen Sprachen, und bis zu einem gewissen Grad auch das Portugiesische, aber glaube ich gar nicht mal so ausgeprägt, wo es ganz verschiedene Evaluationssuffixe gibt. Kann man zum Teil auch kombinieren, obwohl da wieder das Italienische besser ist. Im Italienischen kann ich die alle kombinieren auch noch. Also ich kann im Italienischen sowas sagen wie Tortelloni, Tortelloni oder Tortellini. Torta ist die Torte. Tortella ist das Törtchen, das kleine Törtchen. Und wenn jetzt das kleine Törtchen, nämlich die Nudel, besonders groß ist, dann sind es Tortelloni. Und wenn sie besonders klein sind, sind sie Tortellini. Also da können Sie das alles kombinieren. Das geht im Spanischen nicht so gut, aber die Vielzahl der Suffixe und die Funktionen sind sehr viel größer. Das ist schon wirklich eindrucksvoll. Also, Sie haben da alles. Sie haben hypokoristische Elemente, die sind damit H bezeichnet, Diminutive. Oft ist hypokoristisch und Diminutiv zusammen. Das ist dann ein Element. Wenn Sie hier schauen, Ico zum Beispiel, das ist sowohl hypokoristisch wie Diminutiv. Dann haben Sie pejorative Elemente und augmentative. Und da gibt es natürlich auch wieder Zusammenhänge. Also groß und schlecht ist zum Beispiel Asso, Asso. Ja. Diese Beispiele. Lindo ist eigentlich sowas wie hübsch, aber Lindasso ist irgendwie doch nicht so richtig hübsch, weil zu dick aufgetragen. Und dann eben auch pejorativ, also verschlechtert. Und da kann man natürlich sehr viele Nuancen machen. Auf diese Weise. Es gibt wenige,
die genau festgelegt sind. Das sind die hier, wo das Pluszeichen jeweils unterlegt ist. Also Acho auf Spanisch ist wirklich nur Pejorativ. Ne? Poblacho zum Beispiel. Pueblo ist das Dorf, Poblacho ist also ein schlechtes Dorf, wo man sich nicht aufhalten kann. Oder Hierbajo, Hierbajo ist das Unkraut, also nur das schlechte Kraut. Oder Ete, nur Diminutiv. Also wieder Tippfehler, in diesem Buch finden wir immer so viele Tippfehler. Also Manolete. Manolo ist ein Name, Manolete ist der kleine Manolo, der kleine Manolo. Wenn das der liebe kleine Manolo ist, dann ist es natürlich Manolito. Manolito, wenn Sie gucken, weiter unten, Ito. Ito ist Diminutiv und hypokoristisch. Aber das Beispiel fehlt da. Das sind dann andere. Pato, die Ente, Patito, das Entchen. Aber das geht auch mit Namen. Also Manolito ist der liebe kleine Manolo und Manolete ist nur ein kleiner Manolo. Also Sie müssen sich vorstellen, Manolito ist wahrscheinlich ein Kind. Typischer Vorname, den man dann Kindern gibt. Ja, später, wenn er dann nicht mehr Kind ist, dann heißt er nur noch Manolo. Er ist dann noch von der Mutter oder so, Manolito genannt. Aber sonst Manolo. Manolete ist dann meistens kein Kind, weil das ja nur Diminutiv ist, also nur verkleinert, sondern das ist meistens ein Erwachsener, der nur klein ist. Da sehen Sie den Unterschied. Da sind also ganz interessante Nuancen möglich durch die Auswahl der jeweiligen Affixe. Und Sie sehen hier wirklich, es ist eine ganz große Auswahl. Also ein paar extreme Fälle. Medicucho zum Beispiel. Medico ist der Arzt. Medicucho ist Diminutiv. Irgendwie so ein kleiner Arzt. Und das ist der schwingt hin und her, man weiß nicht genau. Insofern ist das nicht genau gleichgewichtet. Also es kann sein, dass es hypokoristisch gemeint ist. Es kann aber auch sein, dass es pejorativ gemeint ist. Also vielleicht ist das eher so eine Art Quacksalber. Also das ist dann problematisch. Man weiß man nicht genau. Ja, also wie gesagt, diese Evaluativsuffixe sind schwierig, weil es da eben sehr viel um Gefühle geht, um Einstellungen von Sprechern. Und ich meine, man kann hier so Anhaltspunkte geben, die ja hier versucht worden sind in der Tabelle, indem man dann sagt, also Manolete ist wahrscheinlich ein kleiner Manolo, aber kein Kind. Manolito ist eher ein Kind, aber wenn Sie dann in Spanien rumlaufen und dann sehen Sie einen alten Mann und dann ruft jemand, Manolito, und dann sehen Sie, das ist dann doch eher subjektiv und machen dann wieder andere anders. Also das kann man, mit den Evaluationssuffixen kann man nur sehr schwer klare Aussagen machen. Und da muss man halt wirklich eventuell nochmal direkt untersuchen, der Gebrauch schwankt natürlich regional. Also sowieso schwierig, über Spanisch Aussagen zu machen, weil natürlich lateinamerikanische Spanisch anders ist als spanische Spanisch. Der, sagen wir mal, exzessive Gebrauch zum Beispiel von Diminutivsuffixen, Ito ist zum Beispiel sehr viel deutlicher zu beobachten in Lateinamerika und auch da wieder in bestimmten Ländern mehr als in anderen, als in Spanien. Also es gibt da wirklich sehr, sehr starke Unterschiede. Ja. Vielleicht kann man nochmal aufs Augmentativ hinweisen, wo sie auch Probleme haben. Ja, also es gibt ein Suffix on hier, was ich vorhin ja schon bei Tortelloni vorgestellt habe, auf Italienisch. Im Spanischen ist es aber so, dass das on augmentativ sein kann, aber manchmal auch diminutiv verwendet werden kann. Also das ist schwierig an der Stelle. Das hängt dann vom Kontext ab und vom Wort ab.
Beispiel die Problemon ist klar, da ist es auch negativ gemeint. Aber bei Dulfon, Dulfe ist süß, ist es schon wieder schwieriger zu interpretieren, was damit genau gemeint ist. Ja. Gut, aber was Sie jedenfalls sehen in all diesen Fällen, ist halt, dass eben ein Suffix am Ende angehängt wird, allerdings nicht ganz am Ende. Danach kommt noch die eigentliche Endung des Wortes. Ja, also gesehen, wenn Sie jetzt mal Poblaccio nehmen, es gibt Accio und Accia, ja, wie Pueblo. Ja, da ist am Ende dann noch die Endung, die man dann, wie Sie hier links sehen, sozusagen zum Suffix noch dazu zählt, um nicht zu sagen, dass es ein Infix ist. Ja, also hier ist mal ein Beispiel, wo man es leicht hat. Ne? Distribuir, Distribution. Ne? Also verteilen, Verteilung. Oder Verkauf. Oder so. Da sehen Sie, oder Distribution im Deutschen. Dann sehen Sie, ja, wir haben einen Stamm, Distribu, den wir auch in Distribuir haben. Das Ir muss man erstmal abziehen. Ja? Dann haben wir den Stamm und dann hängen wir da die Endung. Ja, DS steht hier für Derivationssuffix. Nomen, Nomen erkennen wir an dem Suffix. Fion und Distribu ist der Stamm dazu, der eigentlich verbal ist, weil es der Stamm von Distribuieren ist. Und Sie sehen hier zwei Darstellungsarten der Suffigierung. Oben haben Sie das die Darstellung, dass aus einem Verb, distribuir, ein Substantiv abgeleitet wird. Sie sehen also direkt, es handelt sich um ein deverbales Nomen. Da wird der Prozess der Ableitung dargestellt, Ausgangspunkt und Endpunkt. Und unten haben Sie so einen Baum. Und in dem Baum sind zwei Elemente, am Anfang der Stamm und dann das Suffix. Und der Stamm wird hier als Verb bezeichnet. Also zweimal dasselbe in unterschiedlicher Darstellungsweise. Diese beiden Darstellungen haben auch Namen. Die obere Darstellung heißt Item and Process oder IP. Item and Process und die untere Item and Arrangement, also IA dann auf Englisch. Und das sind zwar unterschiedliche Darstellungsarten, die zeigen aber dasselbe, nämlich was ist die Ableitung, wo kommt die her. Das untere kann, wie wir nachher noch sehen werden, ein bisschen komplexer sein, weil die Bäume manchmal komplexer sind. Denn wenn ich eine Ableitung habe, kann ich ja noch was anderes daraus ableiten unter Umständen. Hier jetzt nicht, aber in anderen Fällen. Und dann wird der Baum relativ komplex. Deshalb mal so als Empfehlung, wenn Sie irgendwo in irgendwelchen Prüfungen morphologische Analysen machen sollen, also hier Wortbildungsanalysen, dann empfiehlt es sich möglicherweise, das IP, den IP-Ansatz zu nutzen und sowas mit Pfeilen hinzuschreiben, nacheinander, als solche Bäume zu malen, denn das Bäumemalen führt manchmal zu Fehlern, also nur so als Tipp. Aber ich werde das gleich nochmal zeigen, wie die Bäume aussehen und wie man eben die Ableitung zeigen kann. So. Hier haben wir dann noch verschiedene Morpheme, gut, das bringt jetzt eigentlich nicht sehr viel. Wenn ich zum Beispiel Verben aus Verben ableite, kann ich gewisse Präfixe davor setzen. Und dann habe ich halt ein neues Verb, also gefiert, kontradefiert zum Beispiel. Und dann gibt es halt andere Morpheme, die nur bei Substantiven funktionieren. Oder hier Morpheme, die nur bei Adjektiven funktionieren.
Gut. Die Liste ist auch nicht ganz möglicherweise nicht ganz vollständig. Da gibt es vielleicht noch mehr. Was jetzt noch interessanter ist, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist, dass es manchmal eben ganz komplexe Ableitungen gibt. Und da sehen Sie schon, das ist einfacher, wenn man das alles so hintereinander schreibt. Und wir haben hier util, nützlich und daraus werden andere Dinge abgeleitet. Es wird das Gegenteil gebildet, inutil, inutil, das Adjektiv, also Adjektiv zu Adjektiv. Dann wird ein Substantiv was abgeleitet, inutilidad. Und dann wird da noch ein Plural gebildet, was natürlich dann jetzt nicht mehr Derivation ist, obwohl das dick darüber steht, sondern Flexion. Und hier können Sie unten das nochmal Baum sehen. Also erst die Präfixableitung oder Präfinierung. Util, inutil. Das heißt ja im Adjektiv. Das ist dann wieder ein Adjektiv mit dem Derivationspräfix. Dann haben wir, dann leiten wir Nomen raus ab durch das Anfügen von Idan. Ist ein Derivationssuffix. Und dann kommt das Flexionssuffix, deshalb FS, ES dann noch dran. Und wenn man das Ganze darstellen will, hat man halt so einen relativ komplexen Bau. Oben steht Nomen, weil das ein Flexionssuffix für Nomina ist. Dann steht wieder Nomen, weil Idan das Derivationssuffix ist, was Nomina ableitet aus Adjektiven. Das heißt, die Basis des Nomens muss ein Adjektiv sein, steht da auch. Und das Adjektiv, da ist ein Gegenteil gebildet worden, also Adjektiv aus Adjektiv, deshalb steht da zweimal Adjektiv. Also Sie sehen, das sieht sehr komplex aus und das ist oft einfacher für Studierende in Prüfungen, wenn man das da so hintereinander. Was auf jeden Fall falsch ist, ist, wenn man jetzt die Aufgabe hat, zum Wort in utilidades, zu analysieren, dass dann jemand hergeht, das sieht man manchmal, und dann das Wort einfach hinschreibt und dann zwischen die einzelnen Bestandteile so Striche macht und sagt, gut, dann ist die Übung gelöst. Denn das mit den Strichen dazwischen zeigt ja nicht, welche Hierarchie das Wort hat. Dass wir ein Nomen haben, also ein Plural für Nomina, dass da eine Ableitung eines Nomens zu seinem Adjektiv stattgefunden hat und zuerst ein Adjektiv zu seinem Adjektiv abgeleitet worden ist. Wenn man nun das so sieht, hintereinander weg, mit abgeteilten Elementen, dann könnte ja aus Utilidades Inutilidades gebildet worden sein. Das ist aber nicht möglich, weil in kein Präfix ist, um Nomina ins Gegenteil zu verkehren, sondern in ist typischerweise ein Adjektiv, was Adjektive ins Gegenteil verkehrt. Deshalb brauchen wir erst die Adjektivableitung, dann die Nominalableitung und der Plural ist halt ein typischer nominaler Plural. Und diese Hierarchie muss halt irgendwie gewahrt sein. Sie sehen das am nächsten Beispiel. Da haben wir Informalidad. Das sieht so ähnlich aus. Aber Informalidad ist dann so aufgebaut, dass wir erstmal aus Forma formal ableiten, also förmlich. Forma formal. Und dann informell eben informal, das Gegenteil von formal. Und daraus wird das Substantiv Informalidad abgeleitet. Das heißt, der Baum sieht jetzt etwas anders aus. Idan ist das Derivationssuffix, was eben ein Nomen ableitet aus einem Adjektiv, nämlich aus informal. Informal. Informal ist das Gegenteil von formal, also Adjektiv aus Adjektiv. Und formal ist wiederum ein Adjektiv, das mit der Endung al aus dem Nomen Forma abgeleitet ist. Das heißt, also am Anfang steht ein Nominalstamm. Nominalstamm. Dann entsteht das Adjektiv. Das wird negiert. Und das ist wiederum dann zum Substantiv geworden. Da sehen Sie, die Hierarchie ist wichtig. Nicht einfach
die Dinge trennen, sondern wichtig ist, dass man die Hierarchie erkennt. Und wenn das als Aufgabe gestellt wird, geht es natürlich immer darum, dass jemand die Hierarchie erkennt. Ja. So, jetzt haben wir nochmal ein gutes Beispiel für die Parasynthese. Ja. Jemanden in Schrecken versetzen, aterrorizar auf Spanisch. Ja, da ist vorne das A, was ein Verbalpräfix ist. Ja, aber aterrorizar gibt es nicht. Das ist also das A und das If müssen gleichzeitig angehängt werden. Ja. Genau, das gleiche mit pedrear. Ja. Oder mit den weiteren Beispielen. Das ist halt immer so, dass gleichzeitig zwei Aktionen stattfinden. Oder auch hier empobrecer, verarmen. Pobre ist arm, aber pobrecer kann ich nicht sagen. Wenn ich das verwenden will als Verb, muss auch das M gleich dafür. M ist aber ein Präfix für Verb. Das heißt, bei der Entstehung des Verbs muss gleich dieses Präfix davor, ohne geht nicht. Und das nennt man eben parasynthetisch, weil eine Stufe übersprungen worden ist. So, Abbildung 10 ist ein Beispiel, was wir auch schon mal, glaube ich, in einem Staatsexamen hatten. Jedenfalls kommt mir das sehr bekannt vor, unabhängig von diesem Buch. Also bevor ich das Buch kannte, kannte ich schon dieses Beispiel. Desentronizar, jemanden absetzen, einen König absetzen, ja. Also aus dem Thron, also entthronen sozusagen, absetzen, ja, das Gegenteil von entronizar. Ja, genau. Entronifar. Genau, Verbalstamm, Entronif und dann Desentronif. Das Gegenteil. Am Ende, um das Verb zu bilden, das ist dann hier wieder in der Bereich der Flexion, deshalb ist das hier außerhalb. Flexionsende ist definitiv Ende plus Stammvokal. TV steht für Stammvokal, hatten wir schon mal besprochen. Aber das eigentliche, die eigentliche Wortbildung findet ja davor statt. Und da haben wir tatsächlich Verb zu Verb, also Entronif zu Desentronif. Und Entronif ist wieder so eine parasynthetische Bildung aus dem Stamm Tron. Tron wird eben ein Verb abgeleitet, indem man gleichzeitig das N vorne anhängt und die Endung if. Also tronif alleine geht nicht, entronif ist der jeweilige Stamm. Deshalb eben auch hier parasynthetisch. Ja. Wie bitte? Das bedeutet Verbalstamm. Das ist diese seltsame Terminologie, die hier in dem Buch verwendet wird. Da steht zwar, also den Verbalstamm gibt es zweimal. Da gibt es einmal Verbalstamm VSD. Das ist aber der Stamm ohne den Stammvokal. Und dann kommt noch der Stammvokal dazu und dann hat man das VTH genannt. Das ist eine Besonderheit dieses Buches. Das möchte damit zurechtkommen, dass es umstritten ist, wie man diesen Stammvokal behandelt. Es gibt gute Gründe. Er heißt ja auch Stammvokal, den zum Stamm zu rechnen. Aber er hat manchmal auch was mit der Endung zu tun. Also der hat so mal den Charakter zum Stamm zu gehören und mal den Charakter zur Endung zu gehören. Und deshalb haben die den hier besonders benannt, nämlich als sogenannter Thema- oder Thema-Vokal. Griechisch ist das ein kurzes E, deshalb sagen wir dann immer Thema-Vokal, aber das ist das Wort Thema.
Und das bedeutet halt Stamm. Und dann hat man hier einmal den Stamm ohne diesen Vokal und einmal den Stamm mit diesem Vokal. Das hängt auch damit zusammen, also manche bezeichnen den Stamm ohne Stammvokal gar nicht als Stamm, sondern sprechen dann von Basis, Ableitungsbasis oder von Wurzel. Das Wort Wurzel passt aber hier nicht so gut, weil man als Wurzel eigentlich immer nur das Innerste bezeichnet, also den Faltron. Und das ist halt terminologisch alles sehr schwierig. Und die Autoren dieses Buches, also Klaus Pusch und Johannes Kabatek, haben sich halt dazu entschieden, da jetzt diese besondere Terminologie mit diesem TV und VTH einzuführen. Das ist aber wirklich eine Besonderheit dieses Buches. Das machen andere nicht so. Grammeme, okay, Grammeme. Ja, okay, also zu den Grammemen. Die Frage war, wie viele Grammeme da drin sind. Grammeme sind ja eigentlich nur grammatische Elemente. Da muss man überhaupt sich fragen, ist sowas wie das Gegenteil zu bilden, ein Grammem? Wahrscheinlich nicht. Also das wird dann hier als lexikalisches Morphem bezeichnet. Das heißt, wir haben die Grammeme nur noch in der Endung. Und da gibt es genau eine, die Infinitivendung. Und jetzt ist die Frage, ist die Infinitivendung nur ein R oder AR? Also der Stammvokal ist kein Grammem. Aber gut, dann sage ich Lexeme. Wie viele Lexeme hat er denn vor? Das sagen doch die einen. Lexeme sind ja... Oder lexikalische Morpheme, oder wie viele Morpheme? Das ist eine gute Frage. Wie viele Morpheme? Da gibt es Sprache. Genau. Also das Des ist auf jeden Fall ein Morphem. Das N ist ein Morphem. Tron ist ein Morphem sowieso, das ist die Wurzel. Ist ist ein Morphem, denn es gibt Wortbildungen, die nicht bei asymptetischen Gäbe, sondern kein Präfix benötigen, wo das Ist alleine ausreicht, ein Verb zu bilden. Ist also auf jeden Fall ein Morphem. Und hier wird es jetzt schwierig. Das A ist kein Morphem. Das ist ja entweder hierzu oder dazu. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Morphem. Also das ist in der Tat mit dem A schwierig. Ich hätte das auch nicht so gemacht. Ich hätte, wenn ich das Buch geschrieben hätte, hätte ich da einfach gesagt, AR Infinitivendung. Vielleicht irgendwo eine Fußnote, dass manche Leute dieses A als zum Stamm gehörig bezeichnen. Aber ich glaube, die Analysen werden besser, wenn man das zur Endung rechnet. Wenn man einfach sagt, die Infinitivendung ist AR. Und es gibt eine Allomorphie der Infinitivendung, das ist mal AR mal IR. Mal IR. Aber historisch gesehen ist das eben nicht ganz korrekt. Und dann sagen die eben, ja, das A rechnen wir lieber zum Stamm. Das ist aber so eine ganz typische Problematik, die wir in der Linguistik oft haben, wo es dann unterschiedliche Schulen gibt und der Unterschied ist, wie stark die Leute die Synchronie von der Diachronie trennen. Also insbesondere aus der historischen Entwicklung haben wir ganz gute Argumente dafür, das A zum Stamm zu rechnen. Wenn wir es mehr synchron betrachten, gibt es ganz gute Argumente, das A zur Endung zu rechnen. Das ist so die Kontroverse. Und das A ist kein Morphem auf jeden Fall. Aber möglicherweise ist das Infinitivmorphem nicht nur R, sondern Vokal plus R. Das andere sind aber alles Morpheme. Die haben alle eine Bedeutung. Gegenteil. Das ist sowas wie Anfang, Inkoativ, sagt man, obwohl das hier jetzt nicht mehr der Fall ist. Das ist klar, Wurzel, Thron, aber so ein Verbalisierungssuffix. Ja, das ist ja Infinitiv. Okay,
Sonst noch Fragen zur Derivation? Denn sonst wechseln wir jetzt zur Komposition, denn Sie haben ja schon das Komplizierteste, was uns begegnen kann. Sie sehen auch hier, es ist einfacher, von Trono anzufangen und dann eben tatsächlich abzuleiten, Entroniv, dann Desentroniv und dann zu sagen, das Ganze kriegt dann noch den Infinitiv. So. Dann kommen wir zur Komposition. So, Komposition. Also, wieder Kammertick und Push machen einen Unterschied zwischen dem eigentlichen Komposita und dem syntagmatischen Komposita. Syntagmatische Komposita sind so kleine Wortgruppen, die eigentlich mehr in der Syntax eine Rolle spielen und die verschmelzen zu einer Einheit. Ja, also zum Beispiel Nomen, Präposition und Nomen. Machina de escribir, Schreibmaschine. Im Deutschen ist es ein normales, eigentliches Kompositum. Und hier haben wir aber Maschine zu schreiben. Und das wird Schreibmaschine. Oder Nomen Adjektiv, Casco Azul. Und blauer Helm. Im Deutschen ist das verschmolzen zu einem Wort, Blauhelm, also ein eigentliches Kompositum. Und hier sieht man eben noch Nomen Adjektiv und das Ganze bildet eine Einheit dar. Sprechen Sie von syntagmatischen Komposita. Wir werden gleich noch sehen, das ist nicht so ganz unproblematisch. Also bisher scheint es gut zu gehen. Alter Wort, hohe, laute Stimme, heißt eigentlich laut. Ja. Oder bei wenn, kommen und gehen. Ja. Das kommen und gehen, also gehen und kommen, heißt es eigentlich gehen und kommen. Gekommen eigentlich. Und das ist das Kommen und Gehen auf Deutsch. Also auch, das sind zwei Verben, die halt miteinander verschmolzen sind. Oder hier Präposition plus Substantiv, sinvergüenza, ohne Scham, ist dann schamlos. Und die werden hier gesondert behandelt. Dann haben wir hier noch das Adverb, das Adjektiv, gut. Schlecht angesehen, mal mirado. Also Wortgruppen, die zu Komposita verschmelzen. Sind also besonders darauf hingewiesen, dass das hier eine Besonderheit ist der romanischen Sprachen. Viele Sprachen haben nur den sogenannten eigentlichen Komposita. Allerdings glaube ich, dass die Autoren hier einen Fehler machen, denn nicht alle der eigentlichen Komposer sind eigentliche Komposer. Wir werden uns das näher anschauen. Also das, was wir in der Regel als Kompositum haben, ist die Kombination von Nomen und Nomen. Ja, sehen Sie hier, Omre Massa, Nomen plus Nomen. Massa schreibt Omre näher. Das heißt, das zweite Element, Masse eben, schreibt das erste Element. Und da sagt man auch, das ist postmodifizierend, weil das zweite Element das erste beschreibt. Das ist die übliche Reihenfolge in romanischen Sprachen. Sie wissen schon, im Deutschen ist das andersrum. Da beschreibt das erste Element das zweite Element. Das kommt in den romanischen Sprachen auch mal vor, nämlich im zweiten Beispiel Castrocommunismo. Der Castrocommunismus, das ist genau wie im Deutschen. Sureste, zum Beispiel auch Nomen plus Nomen, wo mal hier Sud und Ost natürlich gleichgewichtig sind. Also Südost ist das, was zwischen Süd und Ost ist. Kann man nicht sagen, dass der Süden den Osten modifiziert und der Osten den Süden modifiziert. Das ist halt gleichwertig. Ja, dann haben wir hier noch so eine Besonderheit, da ist noch ein I eingebaut. Das brauchen wir, glaube ich, nicht besonders drauf eingehen. Und jetzt kommen aber
problematische Bildungen. Nämlich Pika Pika. Oh, so Juckpulver. Pika Pika. Es juckt. Da war eigentlich zweimal mehr. Und das erinnert doch sehr stark an so eine syntagmatische Komposition. Nämlich, dass man einfach ein Verb nimmt, es juckt, und das Verb zweimal sagt. Also ein eigentliches Komposition ist das nicht. Es geht auf Deutsch auch nicht. Das Deutsche ist ja in wirklich eine Sprache, das nur eigentliche Komposition hat. Und deshalb würde ich auch sagen, Pika Pika ist irgendwie sonderbar. Das würde ich aber sogar noch gelten lassen. Aber Sie sehen schon, der Nominalbereich ist eigentlich der Bereich für Komposita und jetzt bei den Verben wird schwierig. Das nächste Beispiel jedoch besteht aus einem Verb und einem Nomen. Und das ist seltsam. Das ist so jetzt ein Typ, der sehr häufig ist in den romanischen Sprachen. Aber auch Französisch und auf Italienisch und so. Französisch Porte-Avion zum Beispiel, der Flugzeugträger, also wörtlich, trägt Flugzeug. Hier ist der Korkenzieher, Sacacorchos, also zieht Korken. Das ist eigentlich immer ein Verb plus ein Objekt. Das Verb könnte in der dritten Person stehen oder könnte auch im Infinitiv sein, das kann man nicht gut unterscheiden. Das könnte sowas heißen wie zieht Korken oder zieht Korken. Und französisch Sport Avion, Tire Bouchon, genau das gleiche. Tire Bouchon, zieht Korken. Solche Bildungen sind halt ganz typisch für die romanische Sprache. Also Verb plus Objekt. Im Französischen gibt es sogar ein Beispiel, was als Lehnwort auch ins Deutsche gekommen ist. Nämlich Trompe-l'œil, optische Täuschung. Auf Deutsch hat das eine bisschen besondere Bedeutung. Trompe-l'œil nennt man optische Täuschung, wie sie im Barock in Mode waren, wie Sie hier auch am Rathaus sehen. Dass man halt ein Gemälde hat und dann irgendwelche Objekte aus dem Gemälde rausragen. Also so ein Bein von so einer gemalten Putte da am Rathaus in Bamberg. Oder ein Stück Vorhang, der dann halt nicht nur gemalt ist, sondern auch plastisch da auch zu sehen ist am Rathaus. Das nennt man Trompe-l'œil. Und da sehen Sie, da ist das Verb Trompe und das Substantiv Auge, œil, und dazwischen noch ein Artikel, Trompe-l'œil. Also betrüge das Auge. Und wenn man da sogar noch Artikel einsetzen kann, dann sieht das wirklich aus, als sei das ein syntagmatisches Kompositum. Und aufgrund dieser Evidenz würde ich wirklich diese V plus N Kombination, die in romanischen Sprachen wirklich sehr verbreitet ist, nicht zu den eigentlichen Komposita rechnen, sondern auch zu den syntagmatischen Komposita. Ja, weil es hier tatsächlich sich um einen Teilsatz handelt, nämlich die Verbalgruppe oder das Verbalsyntagma, oder Verbalphrase. Und diese Wortgruppe ist dann zu einem Wort verschmolzen. Also ich denke, das ist wirklich ein syntagmatisches Kompositum, das ist ganz ähnlich wie Casco Azul. Man auch eine Wortgruppe hat, die dann zu einem Substantiv geworden ist, ein Machinale Escrie. Oder sogar noch mehr wie Bayern. Das sind genau das ist genau das gleiche Muster. Und von daher finde ich wirklich, dass die Autoren sich hier irren. Ich würde das anders machen. Auch das nächste Beispiel, Corta Frio. Also es schneidet Kälte, es schneidet kalt. Ist auch meiner Meinung nach ein syntagmatisches Konzept. Das macht die Sache sehr interessant, wenn wir nämlich alle Kombinationen mit Verb in die andere Kategorie schieben. Dann sehen wir, dass
Die Komposition sich auf den Nominalbereich beschränkt, nämlich auf Nomina, auf Adjektive, das sind wieder ganz normale Komposita, Ethico Moral zum Beispiel, oder Rojo Negro, also Rot und Schwarz, Rot-Schwarz, Ethico Moral, ethisch-moralisch, haben wir auf Deutsch auch. Und Drogadicto, also süchtig, oder rothäutig, Rothaut, Peli Rojo, da haben wir genau diese das Muster, was wir schon kennen, also nominale Element. Ja, und bei den Verbalkomposita haben wir vielleicht auch wieder Sonderfälle, aber das geht auch in anderen Sprachen so. Ja, das ist halt ein Nomen und ein Verb verknüpft wird, Händeln, Hand, plus Verbendung. Entschuldigung, Händeln. Hand plus Binden, also mit Handschellen fesseln, Maniatar. Ja. Oder Maltratar, misshandeln, also schlecht behandeln, wörtlich. Das kann man vielleicht nochmal auch als Besonderheit ansehen. Das ist auch immer nur sehr eingeschränkt, die Verbalkomposita. Also wenn man sagen, die Verbalkomposita sind ein Sonderfall, weil die nicht so häufig vorkommen, weil es da nur wenige Beispiele gibt. Aber die Nominalkomposita, Nomen und Adjektiv, die sind halt sehr häufig und sogar beliebig möglich, weil man wirklich sehr, sehr viele solche Komposita bilden kann in den romanischen Sprachen. Und ich kann mir auch ständig neue anfallen lassen. Also ich kann neue Sachen bilden, die noch nie jemand verwendet hat. Also wenn sich Kuma jetzt plötzlich auf den Kapitalismus umstellt und ich den Kapitalismus vielleicht Castro auch noch in die Schuhe schieben will, also dem anderen Bruder natürlich jetzt, dann würde ich dann den Castro-Kapitalismus bilden, obwohl den vorher noch nie jemand so gesagt hat. Aber das können Sie jederzeit machen. Und sie werden auch jederzeit verstanden. Und von daher sind eben diese Nominalkomposita auch wirklich beliebig bildbar. Also, genau. Oder wenn ich jetzt sagen will, Ethico Moral, gut, wenn jetzt eine besondere Art von moralisch bilden, sowas wie Religioso Moral oder so, dann kann ich das auch jederzeit machen. Geht. Man wird dann auch sofort verstanden. Oder wenn ich beliebige Farben kombinieren will, kann ich das auch jederzeit machen. Also, diese Bildungen sind halt wirklich produktiv. Wir kommen gleich noch auf diesen Begriff. Und deshalb würde ich sagen, die sogenannten eigentlichen Wortbildungen beschränken sich auf den Nominalbereich. Schon bei Verb plus Nomen, da bin ich eingeschränkt. Ich kann nicht irgendein Verb nehmen und Objekt und dann sagen, das ist jetzt ein neues Wort. Das geht dann nicht. Also, ja. Das machen manche Leute. Ich hatte einen einen Studenten, als ich ihn in Berlin vertreten hatte vor vielen Jahren, der sollte übersetzen. Damals war es halt im Staatsexamen nötig, auch noch zu übersetzen in die Fremdsprache. Das ist natürlich nicht so einfach. Und was ich auch sinnfrei finde, wenn man übersetzen muss und hat kein Wörterbuch. Gut, aber es muss halt ohne Wörterbuch geschehen. Das waren die Regeln. Ob das immer noch so ist, weiß ich nicht. Ich fand es jedenfalls sehr schwer. Und der hat das Italienische übersetzt. Irgend so ein Romanausschnitt, das spielt an einem Bahnhof. Und da tauchte ein Gepäckträger auf. Der wusste jetzt nicht, wie man Gepäckträger auf Italienisch sagt. Und Moment mal. Nee, das wäre sogar richtig gewesen. Tochter Bagagli, wer ist der richtige Ausdruck? Ich habe die Geschichte jetzt falsch erzählt. Jetzt ist die Pointe weg. Tochter Bagagli ist der Gepäckträger. Er hat sich dann selber ein Wort gebildet und hat gesagt, naja,
ich mache eine Derivation. Gepäck ist bei, sind Bagagli im Plural oder Bagaglio. Und dann mache ich den Bagagliere daraus. Das ging natürlich nicht, das Wort gibt es nicht. Aber ich fand es trotzdem sehr, sehr gute Lösung. Also der Lektor, der das korrigiert hat, gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Falsch. Ich habe dann aber gesagt, naja, das ist eine gute Lösung, weil da sonst kein Fehler drin war, hatte der Student sicherlich noch sehr gut verdient. Also Sie sehen, viele dieser Wortbildungsprodukte sind sehr produktiv und man kann da auch ein bisschen die Fantasie spielen lassen, jedenfalls in bestimmten Sprachen. In den romanischen Sprachen kann man allgemein die Fantasie spielen lassen, mit Ausnahme des Französischen, weil das Französische so durchstandardisiert ist, dass man im Französischen, zumindest in Frankreich, nicht die Möglichkeit hat, mal schnell ein neues Wort zu bilden. Es sieht in Kanada anders aus. In französischsprachigen Kanada werden sehr häufig auch ad hoc irgendwelche Wörter gebildet, die nicht im Wörterbuch stehen. Also ich erinnere mich an ein Beispiel. Da gab es ein Restaurant, das nannte sich nicht, das hatte auch einen Namen, aber es stand draußen dran, irgendwie Brasserie Spaghetterie. Spaghetterie. Also ein Spaghetti-Gasthaus. Spaghetti-Haus. Spaghetterie. Und das geht natürlich im Französischen in Frankreich nicht, weil es Spaghetterie nicht im Wörterbuch gibt. Und das hat sich nicht etabliert. Wenn das jetzt jemand verwendet, dann rümpfen alle Leute die Nase. Das ist dann in Kanada ein bisschen anders. Aber in der Werbesprache gibt es dann manchmal die Möglichkeit, doch neue Wortbildungen durchzusetzen und das funktioniert dann auch. Gut, wir hatten einen Aspekt schon angesprochen, den ich jetzt nochmal aufgreife, nämlich Post- und Prädetermination oder Prä- und Postdetermination, beziehungsweise statt Determination wird auf Modifikation gesagt. Ich habe das vorhin auch so gesagt. Prämodifizierend, postmodifizierend oder prädeterminierend und postdeterminierend. Also beide Ausdrücke gibt es. Und wir sehen hier den typischen Unterschied zwischen Romanisch und Germanisch. Bei uns ist das modifizierende oder determinierende Element vorne. Also der Sägefisch ist ein Fisch, nämlich einer mit einer Säge. Und in den romanischen Sprachen ist es umgekehrt. Also, es Sierra, der Sägefisch, also erster Fisch, dann die Säge. Das Element, was determiniert oder modifiziert wird, nennt man Kopf. Das ist eben dasjenige, was die, was das gesamte Wort semantisch und auch formal bestimmt. Also der Sägefisch ist ein Fisch. Der Sägefisch. Das ist zwar die Säge, aber der Sägefisch. Pef, ist hier der Kopf. Pef, Sierra, ist deshalb auch maskulin, aber nicht feminin. Also, der Kopf ist sozusagen das Wichtige am Kompositum. Und in der Regel im Deutschen, überhaupt in den germanischen Sprachen, das Determinierende vorne, das heißt prädeterminierend. In den romanischen Sprachen ist es oft hinten, aber nicht immer. Also manchmal ist auch das determinierende Element vorne. Es gibt Überlegungen darüber, welche dieser Abfolgen vielleicht irgendwie natürlicher ist. Und es gibt viele Linguisten, die dafür argumentieren, dass die romanische Reihenfolge irgendwie natürlicher ist. Das Argument, was dafür spricht, ist, dass in Kreolsprachen es eine gewisse Tendenz gibt zur Postmodifikation. Und deshalb wird gesagt, naja, so Kreolsprachen, die entwickeln sich halt oft ohne, dass jemand Einfluss nimmt.
Gut, jetzt kann man sagen, die romanischen Kreolsprachen, die haben ja vielleicht das romanische Vorbild, aber die nicht-romanischen Kreolsprachen, also die englischbasierten, dürfen das dann nicht haben, die sind auch alle postmodifizierend. Deshalb wird gesagt, es gibt irgendwie eine Tendenz, dass postmodifizierend irgendwie natürlich ist. Und das ist aber natürlich auch umstritten und ein bisschen spekulativ. Ja, dann zum letzten Punkt, den wir heute noch besprechen müssen, habe ich schon mal angedeutet vorhin. Produktivität, Blockierung und Motiviertheit. Produktivität, Sie haben es vorhin schon gehört, bezeichnet die Möglichkeit, sehr viele oder sagen wir mal ein Muster immer wieder anzuwenden. Also sowas wie Ito auf Spanisch, das Diminutivsuffix oder das deutsche Chen. Das können wir frei überall anfügen. Andere Endungen kann man vielleicht nicht so anfügen. Wir hatten vorhin ja das Beispiel aus dem Italienischen mit dem Tortellini, Tortelloni. Die Endung in und on kann ich fast überall anfügen. In ist ein Diminutiv. Wir hatten aber auch gesehen, Torta, Tortella, diese Endung ella oder ello, die ist nicht mehr produktiv. Die kann ich nicht überall anfügen. Und das ist eben der Unterschied, also Produktivität. Das zeigt, ich kann irgendwie alles überall verwenden. Deshalb steht hier auch Beschränkung auf offene Klassen. Also offene Klassen. Ich kann an alle Substantive im Diminutiv anhängen. Blockierung ist, wenn das irgendwo nicht geht. Es ist tatsächlich auch so, dass auch im Deutschen die Diminutivbildung blockiert ist, weil ich zum Beispiel auf Substantive, die mit Vokal enden, da ist es schwierig, so Chen anzufügen und so. Da gibt es tatsächlich Ausnahmen, das nennt man dann Blockierung. Und dann gibt es Motiviertheit. Motiviertheit, da geht es darum, ist eine Ableitung durchsichtig? Oder ein Kompositum, ist das irgendwie motiviert, dass das so heißt? Oder hat sich die Bedeutung des Kompositums irgendwie so weit wegbewegt, dass man nicht mehr sehen kann, wie das Kompositum motiviert ist? Also motiviert heißt, es gibt einen Grund dafür, dass das Kompositum so aussieht, wie es aussieht. Also, nehmen wir das Beispiel des Sägefischs. Der heißt ja deshalb Sägefisch, weil der vorne so eine Verlängerung des Kopfes hat mit einer Säge dran. Also das ist wirklich eine Säge, da gibt es keinen Zweifel. Während bei anderen Komposita das vielleicht nicht so nahe liegt. Also Kugelfisch, nennt man Kugelfisch, weil er rund ist, aber dann mag es Fische geben, also schon beim Hammerhai, dieses Ding, was er da von dem Kopf hat, das ein Hammer sein soll, naja, da braucht man dann schon ein bisschen Fantasie, also ist dann weniger motiviert. Und andere Komposita sind eben möglicherweise nicht motiviert. Ja, gut, damit wäre ich mit meinen Folien am Ende.